Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute endlich das große Pack Opening, was ich vor einigen Tagen schon angekündigt habe. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Glück habe. Vielleicht wird es sogar das Erbstück von Wraith, auch wenn ich die sehr, sehr selten spiele, würde ich es geil finden, wenn ich das ziehe, das Glück habe. Mal gucken. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei dem Video. Lasst vorab gerne schon mal einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt, um keines meiner Apex Legends Streams, Videos, Infovideos, Best-of-Videos und so weiter zu verpassen. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Where's my money, bitch? Alles klar, wünscht mir Glück. Die meisten von euch, die mir regelmäßig zuschauen, die wissen, dass ich Battle Pass Stufe 86 erreicht hatte. Und da gibt es ja dieses legendäre Pack. Ich war absolut dumm gerade. Ich habe das versehentlich geöffnet. Ich war der festen Überzeugung, dass ich davor am Menü öffnet, weil ich eigentlich erst die kleinen Packs öffnen wollte und dann das legendäre. Wenn du hier aber drauf gehst, öffnet er sofort das bessere. Was ziemlich dumm ist. Für das Video, in Anführungszeichen, hatte ich Glück, dass nichts Besseres drin war. Wir legen jetzt mal los. Ich gucke mal, ob ich hier die Kamera richtig verschiebe. Ich mache die hier mal hier runter. Und wir schauen mal, ob ich Glück habe. So, okay, im ersten Pack ist auf jeden Fall schon mal Müll. Also es war nur irgend so ein Banner, so ein legendäres Banner war da nur drin. Also verpasst habt ihr da nichts. Okay, ein Skin für Light. Also ich werde jetzt nicht jedes einzelne kommentieren, da wo sich's lohnt. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Erbstück von Wraith kriege. Das würde ich richtig geil finden. Chance ist 1 zu 500, für die, die das nicht wissen. Also wenn man 500 Packs geöffnet hat, ja, dann sollte es definitiv mindestens einmal drin gewesen sein. So das Versprechen. Also, die 1450 lasse ich stehen und die 110 Packs werde ich jetzt öffnen. Also, los geht's. Oh, da ist schon was Episches oder was Legendäres. Ich verwechsel es immer wieder. Für die Eva 8 ein Skin. Das sieht ja richtig edel aus. Den gucken wir uns gleich mal genauer an. Die Eva 8 spiele ich ja gelegentlich, also freue ich mich hier schon mal. Ich hoffe übrigens auch, dass ich vielleicht das Glück habe. Meine Lieblingswaffe Spitfire würde ich richtig geil finden, wenn ich da was Geiles ziehen würde. Okay, naja, auch hier nichts Besonderes. Schauen wir uns mal kurz den Waffenskin von der Wingman an. Okay, gefällt mir jetzt nicht so. Den können wir gleich mal ausrüsten. Nichts Besonderes, lasse ich unkommentiert. Ebenfalls nicht so geil, also muss ich mal sagen. Skin für Wraith werde ich auf jeden Fall nicht reinmachen. Ich habe schon ein legendäres Skin, was sehr, sehr geil aussieht. Da haben wir doch ein Skin für die Spitfire. Aber... ja, ich mach's mal rein. Ich glaube, ein besseres habe ich eh nicht. Was Legendäres. Was Episches. Nochmal. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist die Scout. Scout 7, episches Waffenskin. Oh, das sieht sehr nice aus. Also. Nächstes Skin, was geil aussieht. Aktivieren wir gleich mal. Weiter geht's. Und noch was Episches. Meine Fresse. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Oh, das Skin sieht auch geil aus. Ja, doch, der gefällt mir sogar besser als den, den ich schon habe. So reaktiv, also mit diesen ganzen Animierungen, das finde ich eigentlich ganz geil. Spezialist ist nichts, okay.
Lassen wir es mal unkommentiert. Müll. Ebenfalls Müll. Was mich mal interessieren würde, sollte unter euch jemand sein, der schon öfters Packs geöffnet hat. Ich habe keine Ahnung, ob man hier doppelt Sachen ziehen kann, so wie es bei Destiny zum Beispiel ist. Ach nee, nicht Destiny, sondern Call of Duty, diese Supply-Boxen, die man da kaufen kann. Bei Black Ops 3 war das oft so, dass man ständig doppelten Scheiß gezogen hat. Also wenn unter euch jemand dabei ist, kommentiert das gerne mal. Oh, wieder was Episches. Was haben wir? Oh, das sieht ja auch sehr nice aus. Oh, 301. Sehr geil. Sieht genauso aus wie das, was ich gerade für was das Scout. Ja, machen wir doch sofort rein. Und noch was Episches. Das gefällt mir. Ist jetzt auch die EVA 8. Habe ich natürlich jetzt... Ach nee, das ist ja gar nicht die EVA 8. Ich bin ja ein Trottel, weil das Magazin sah jetzt so ähnlich aus. Meine Fresse, das sieht sehr nice aus. Also für die Leute, die Black Ops 4 kennen, diese Dark Matter Tarnung sieht fast genauso aus. Das sieht sehr edel aus. Also ausrüsten. Naja. Ebenfalls wieder was Episches. Oh, für die RE45. Oh, ist das sexy. Meine Fresse. Also die Skins muss man, also die legendären und epischen Skins sehen ja schon geil aus, muss man ja mal sagen. Übrigens für die, die das nicht wissen, ich glaube alle 30 Packs soll wohl immer was Episches dabei sein. Also mindestens einmal. Ich bin mal gespannt. Okay, ist das die Crabber? Ja, ist die Crabber. Also die Crabber ist so eine Waffe, muss ich nicht haben. Spiele ich nicht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was Episches. Oh, wie geil, wie geil. Das gefällt mir doch schon mal. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Bloodhound Skin, richtig schick. Ja, den finde ich nämlich sehr, sehr geil. Als ich Apex die ersten Male gespielt habe und mir die Skins angeguckt habe, hat mir der von vornherein gleich gefallen. Also gleich ausgerüstet. Und da der Bloodhound einer meiner Favorite Chars ist, mit Lifeline und Pathfinder zusammen, ist das doch schon mal eine feine Sache. Oh, für die Wingman was Schönes. Ja, sieht auch sehr nice. Es ist jetzt aber, glaube ich, das dritte Mal, dass ich die bekomme. Also die sieht jetzt genauso mit diesem reaktiven Zeugs aus wie für die RE301 und die Scout war es, glaube ich. Okay, nichts Besonderes. Also hier diesen ganzen Scheiß hier, das ist für mich absolut uninteressant. Ich bin eigentlich wirklich nur auf Skins für Waffen und für die Legenden aus. Ebenfalls nichts Besonderes. Was ist das hier? Scout. Naja. Aber wir haben noch 90 vor uns. Ach, für die Mastiff, okay. Naja, sieht jetzt nicht so wahnsinnig geil aus, aber die Mastiff spiele ich ab und zu mal und ich glaube, bis jetzt hatte ich nichts Besseres. Noch ein Spitfire-Skin. Ich möchte unbedingt einen vernünftigen Spitfire-Skin. Ohne Scheiß. Das mit dem Lila sieht gar nicht so blöd aus, dafür, dass es eigentlich nur so ein Standard-Ding ist. Wieder was Legendäres. What? Ach, das ist doch nicht die Crabber nochmal, oder?
Och nö, jetzt nicht von einer anderen Waffe sein können. Sieht natürlich echt stark aus. Sieht aus wie so eine Jeansverkleidung. Also sieht schon geil aus. Also ohne Scheiß. Aktivieren wir. Komm, ich möchte ein cooles Skin für die Spitfire. Was Episches. Okay, den Skin habe ich auch schon für die Devotion. Sieht mega, mega, mega geil aus. Kann ich mich mit anfreunden. Hat so ein bisschen Matrix-Style. Kann hier eigentlich ranzoomen? Ja. Ja, doch, gefällt mir sehr. Auch wenn ich den Skin schon kenne, gefällt er mir absolut. Also, wenigstens habe ich schon mal ein vernünftiges Skin für die Spitfire bekommen. Das stellt mich schon mal leicht zufrieden. Der sieht auch geil aus. Also für einen seltenen Skin finde ich die Farbkombination sieht ganz cool aus. Machen wir mal rein. Übrigens mal, by the way, ich habe einen Mate von mir aus dem Clan, der hat eine Bekannte, die das gelegentlich gespielt hat, wenn ich die Story noch richtig in Erinnerung habe. Die hat aus dem dritten Pack das Erbstück von Wraith gezogen. Einfach mal so. Das sind die freigeschalteten halt. So, hier haben wir was für die R99. Wieder genau die gleiche. Ich glaube, die habe ich jetzt das vierte Mal bekommen. Also ohne Scheiß, das sieht geil aus. Aber wenn man sie für jede Waffe dann irgendwann hat, ist auch langweilig. Also ich finde das Skin geil. Machen wir auch gleich rein. Gefällt mir natürlich besser als das kostenlose Skin, was es gerade im Store gibt. Für die, die das Video noch nicht gesehen haben, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Noch ein Spitfire-Skin. Naja, gut. Das, was ich jetzt habe, ist dann nur noch schwer zu toppen. Wingman. Okay. Fast nur schwarz. Sieht eigentlich auch ganz stark aus. Naja. Nee. Sag mal nein. Naja, komm. Rüsten wir es gleich aus, auch wenn ich es nicht so prall finde. Ach, der zeigt gleich die Statistik an. Okay, das ist natürlich auch interessant. Muss mal gucken, sieht man alles? Ja. So. Bangalore Assault Rifle Kills. Okay. Ja, der zeigt dann tatsächlich die Stats schon an. Wieder was Episches. Ich wollte gerade sagen, ich habe es jetzt nicht gleich erkannt. Oh, die sieht scharf aus, die Tarnung. Oh mein Gott. Also alles, was so lila-schwarz ist, sowieso, da stehe ich mega drauf. Also absolut geil. Wobei ich sagen muss, dass hier dieses Reaktive hier, was sich hier bewegt, das passt irgendwie nicht. Hier ist alles so metallic-lila und das glitzert hier so bläulich-grün. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Aber ansonsten sieht die Tarnung stark aus. Okay, können wir unkommentiert, wobei die Streifen hier. Ah, naja, sieht nur von weitem geil aus.
Das können wir reinmachen. Das sieht ganz cool aus. Ist geil, dass man vorher eigentlich schon sieht, dass meistens nur Mist drin ist. Für das, wer das noch nicht weiß, wie sich das Erbstück von Wraith ankündigt, da leuchtet jeder einzelne Laserstrahl von diesem Polygonteil so tief orange. Also man weiß eigentlich vorher schon, dass es das Erbstück ist, wenn es kommt. Aber ich kenne mein Glück. Ich hatte früher im Black Ops 3 schon kein Glück. Oh, was Legendäres. Oh, das sieht doch schon mal edel aus. Erdram 1. Oh mein Gott, das sieht ja so sexy aus. Also ich muss sagen, das ist bis jetzt das geilste Skin. Das sieht ja richtig edel aus. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Skins haltet, die ich bis jetzt so gezogen habe oder im Allgemeinen im gesamten Video gezogen habe. Und wie gesagt, ich hätte gerne mal eine Antwort darauf, wer das weiß, ob man hier auch was doppelt ziehen kann. Aber bis jetzt kam mir nichts doppelt vor. Wobei ich sagen muss, manchmal hier so diese Skins, die Standard-Skins oder die Rahmen, naja, die sehen manchmal alle relativ gleich aus. Also das zu toppen, die 301. Also zumindest direkt für die 301 das Skin zu toppen, das wird schwierig. Okay, 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 nichts Besonderes. Das machen wir mal rein. Heute kam gestern kam übrigens auch ein Patch für Apex raus, wer das nicht mitbekommen hat. Mache ich aber kein extra Video draus. Da geht es hauptsächlich um Stabilitätsprobleme, die wohl behoben worden sind und ein paar Soundbugs. Also ich hoffe, dass das die Thematik mit den Footsteps jetzt endlich mal behoben ist, dass man die Gegner besser hört. Die hört man ja teilweise gar nicht, selbst wenn sie neben einem stehen. Das sieht eigentlich gar nicht so blöd aus. Also ich habe einen epischen Skin oder einen legendären Skin für Pathfinder, den ich eigentlich ganz geil finde, aber der sieht auch richtig cool aus. Aber ich glaube, Problematik bei manchen Skins ist, dass du von Weitem die Gegner vielleicht schon zu deutlich sehen kannst, weil die Farben zu krass sind. Okay, Alternator Skin. Die spiele ich eigentlich auch ganz gerne. Also Spider-Man Style. Kann man eigentlich mal reinmachen. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte weg. Das ist doch schon mal schön. Kann ja noch einiges kommen. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Dasselbe wie vom Octane vorhin. Also, wenn ich nicht schon jetzt den epischen Skin bekommen hätte für Bloodhound, der sieht auch sehr nice aus. Also, der gefällt mir richtig gut. Na ja. Drei seltene Sachen. Kommt jetzt auch nicht so oft vor. Das sieht gar nicht so blöd aus. Den machen wir mal rein. Auch wenn ich Mirage so gut wie nie spiele. Hat irgendwie was.
Wobei ich aber ein geileres Skin für die Friedensstifter habe. Von daher direkt ausgemustert. Für die Wingman würde ich natürlich auch. Im Store ist für die Wingman gerade ein richtig geiles Skin. Aber das lässt sich natürlich Respawn fucking krass bezahlen. Das kostet einfach mal, glaube ich, 1800 Apex-Münzen. Das sind umgerechnet einfach mal 18 €. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Das sieht sehr cool aus. Das machen wir doch gleich rein. Der Marathon-Man. Ich zeige euch im Anschluss nach dem Pack-Opening, ich hoffe, ich denke dran, mal das Skin, was ich für die Wingman meine. Das sieht wirklich richtig cool aus. Aber da bin ich dann doch ein bisschen sehr geizig. Jetzt haben wir wieder was Legendäres. Ehrlich jetzt, warum die P20? Also, oh, sieht sexy. Oh mein Gott, das sieht ja richtig geil aus mit der Schlange am Griff. Und hier diese Leitungen. Sieht so ein bisschen Octane-Style aus. Also sieht richtig edel aus. Also ich spiele die als Anfangswaffe, ja, weil einem nichts anderes übrig bleibt, wenn man sie findet. Aber ist jetzt nicht gerade die Waffe, die ich bevorzugen würde. Aber das Skin sieht schon sexy aus. Wir haben noch was für die Wingmen. Naja, ja, nicht so. Oh, passt zum Skin. Passt perfekt zum Skin, den ich vorhin gezogen habe. Soll es die Crabber sein? Oder die Triple Take? Ich kann es nicht erkennen. Episch. Für die Scout. Oh, das sieht natürlich auch geil aus. Ach, das ist dasselbe Skin, was ich vorhin auch für. Was die Flatline? Ja, sieht schon geil aus, aber wie gesagt, die Animation gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich mach's mal mit rein. Aber ich glaube, ich hatte ein schöneres Skin, dieses blaue. Vorhin. Die Mastiff. Das gefällt mir. Manchmal sind es auch die einfachen Tarnungen, die richtig geil aussehen können. Also ich stehe total auf rote Tarnungen zum Beispiel auch. Machen wir gleich mal rein. Hey, schwarz-gelb. Hat natürlich auch was. Aber kommt bei weitem nicht an die Skins ran, die ich für Wraith schon habe. Sieht aus wie ein Sack Reis. Naja, kann man haben, muss man nicht. Ja. Pathfinder-Abzeichen. Okay. Sieht eigentlich ganz cool aus. Nee, fand ich ja auch noch besser mit dem Sniper. Episch. Oh, nochmal Devotion. Das sieht schon nice aus. Mach mal rein. Ich muss nachher in Ruhe außerhalb des Videos mir die Skins nochmal angucken und schauen, welche sich dann tatsächlich ausrüste. Okay, ja, nichts Besonderes.
R99 hat was, aber ich habe jetzt schon reaktives. Beziehungsweise reaktiv ist ja eigentlich falsch. Reaktiv ist ja, wenn sich die Tarnung ändert, wenn man rumballert. Oh, für die Wingmen. Na, da haben wir doch noch was gefunden. Oh mein fucking Gott. Genau wie ich es gesagt habe. So ein bisschen Rot-Style mit den. Naja, sieht so ein bisschen so wie so ein Lavastrom aus. Der gefällt mir sehr, sehr geil für die Wingmen. Also ich habe schon ein paar richtig geile Skins dabei gehabt. Ich bereue jetzt definitiv nicht. Das Pack-Opening. Kennen ja viele, die haben da mal richtig viel Bullshit drin. Ja, die meisten erhoffen sich auch, dass sie das Erbstück von Wraith kriegen. Dass die Wahrscheinlichkeit halt sehr gering ist, ist auch klar. Haben wir wieder den Sack Reis. Bloß halt nicht als Reis. Oh, das sieht natürlich nicht schlecht aus. Das ist halt wieder so ein Skin. Ich würde sagen, auf die Entfernung fällt das auf. Sieht aber geil aus. Machen wir mal rein. Für die Havoc. Ich glaube, jeder sollte klar sein, jeder, der den Battle Pass auf Stufe 100 oder 110 bringt, der wird keinen Standard-Skin auf die Havoc machen. Da bin ich mir sowas von sicher. Was ich auch übrigens nicht weiß mit dem aktuellen Patch, ich hoffe, dass sie die optischen Probleme der Havoc mit den Tarnungen behoben haben von Level 100 und 110 vom Battle Pass. Der sieht auch schön aus für den Hintergrund von Bangalore. Okay, die nehme ich eh sehr, sehr selten. So ein bisschen Avengers-Style. Was Legendäres. Ja. Sieht geil aus, wobei ich sagen muss, dafür, dass die Waffe eigentlich eine Energiewaffe ist, passt eigentlich diese Kette hier mit der Munition so absolut nicht zu der Waffe. Und deswegen habe ich jetzt echt überlegt, ob das die Devotion darstellen soll. Aber sieht nice aus. Absolut geil. Doch. Beim zweiten Hinsehen. Definitiv. So, noch 29 Packs. Komm, ich brauche noch ein bisschen Glück. Ich will noch ein bisschen was Geiles haben. Ein Skin für Lifeline würde ich zum Beispiel noch ganz geil finden. Ja, gut. Ist jetzt schwer zu toppen, noch was Geileres für die Devotion zu finden. Ja. Nee, fand ich das andere besser. Dreimal selten. Okay, wie viel ist das hier eigentlich? 30 nur, okay. Hat ein Kumpel von mir schon mal als legendär bekommen. Wie viel waren das? 150, 180? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Komm, ich will das Erbstück. Ich will das Erbstück. Ich finde, fast jede Tarnung sieht an der Havoc irgendwie geil aus. Alleine, weil das ja sowieso Standard ist, wertet das eigentlich jede Tarnung so ein Stück weit auf.
überhaupt für Stimmen? Für die Triple Tech habe ich, glaube ich, auch noch nichts Vernünftiges dabei gehabt. Nee, habe ich ein schöneres. Genau das meine ich vorhin. Ich hatte vorhin Battle Pass Stufe 86 erwähnt, hatte ich versehentlich draufgedrückt. Da war irgend so ein Hintergrund. Warum muss sowas legendär sein? Lass doch den Platz für Skins. Also sieht geil aus, keine Frage. Aber kann das nicht für Waffen und Skins für die Legenden fest sein? Ja, noch was Episches. 301 nochmal. Also ich finde diesen Skin wirklich sehr, sehr geil. Aber 301 ist nicht mehr zu toppen groß. Und nochmal dreimal selten. Sieht halt so langweilig aus. Und eine Spitfire, aber nicht wirklich besonders. Die Kombination sieht eigentlich auch sehr nice aus. Aber halt irgendwie auch nichts Besonderes. Acht Packs noch, los, lass da noch irgendwas Tolles drin sein. Irgendwas richtig Geiles. So, hier haben wir nochmal was Episches, los. Die Havoc. Nochmal in grün. Ohne Scheiß, ich liebe diese Tarnung. Aber habe ich für die Havoc was Besseres als... Ich glaube noch nicht. Da ich sowieso bald Level 100 erreicht habe, wird die bald ausdienen, die Tarnung. Und nach Level 100, 110 hat auch die 100er bald ausgedient. Also. Oh, nochmal was Legendäres. Noch ein 301 Skin. Oh, fuck, der sieht ja noch. Müsste ich mal direkt vergleichen. Also, wenn ich hier fertig bin, vergleiche ich in dem Video nochmal die 301 Tarnungen. Alter Falter. Also ich muss sagen, die haben sich, was das betrifft, was einfallen lassen. Ich rüste es mal noch nicht aus. Geil. Sehr, sehr geiler Skin. Absolut. Nochmal dreimal selten. Steigt jedes Mal der Puls, wenn das Gold leuchtet. So, noch drei. Los. Schade. Okay, letztes Pack. Oh, nochmal was Legendäres zum letzten. Oh nein, das ist doch nicht euer Ernst. Warum? Ist das Wraith? Ich glaube ja. Ja. Schade, schade,
Schade. Besser als nichts, okay. Also Glück hatte ich ja trotzdem für einige Waffen, muss ich mal sagen. So, jetzt muss ich doch mal schauen. Sturmgewehre, die 301. Lass uns doch mal ver. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Also bekommen habe ich die und die. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Tarnung von den beiden findet ihr besser? Also es wäre geil, wenn ihr reichhaltig die Kommentarsektion voll ballert. Also es fällt mir echt schwer zu entscheiden. Weil ich finde die Kombination der ganzen Farben mit dem Gold und dem Rot und dem Blau ist schon mega geil. Man müsste das einstellen können, dass du die irgendwie beide aktivierst und immer mal randommäßig eine andere Tarnung drauf hast. Oh, das ist schwierig. Okay, für das Video soll das jetzt nicht weiter interessant sein, dass ich hier gerade ein absoluter Entscheidungsneurotiker bin. Ich lasse erstmal die drauf. Jetzt zeige ich euch im Store mal noch. Genau, hier haben wir sie. Die Wingman. Das Skin sieht so ultra krank aus. Ich finde es halt schade, dass das Tarnungen sind, die sich wirklich einfach nur mit barem Geld bezahlen lassen, die man nicht aus Apex Packs ziehen kann. Das finde ich absolut zum Kotzen. Ich finde übrigens auch die Spitfire hier. Ich will unbedingt ein vernünftiges Spitfire-Skin sehen. Finde ich auch sehr geil. Aber naja, sei es drum. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz, um nochmal zu schauen, was ich eigentlich bei der Wingman noch gezogen hatte. Ja, das ist schon der Grund, warum ich mir die Tarnung nicht kaufen würde, auch wenn die andere besser aussieht, weil die sieht auch sehr, sehr sexy aus. Okay, ich hoffe, es hat euch das Pack-Opening gefallen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das nicht das letzte gewesen sein wird. Ich denke mal, ich könnte mich damit anfreunden, dass ich das einmal im Vierteljahr machen werde. Also heute war Premiere dafür. Ich hoffe, ihr lasst wirklich viele, viele Daumen nach oben und viele Kommentare da. Und wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, was ich am Anfang schon gesagt habe, für alle, die neu auf meinem Kanal sind, abonniert bitte meinen Kanal. Ich mache regelmäßig Streams, Infovideos zu neuen Patches, Updates, ich mache Kill Combinations und so weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen für das Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein.